Und damit herzlich willkommen zu den Sport 1 News mit einem der Topspieler gerade in der Fußball-Bundesliga, Lukas Podolski vom 1. FC Köln. Der Nationalspieler ist in bestechender Form und er ist natürlich heiß begehrt. Es gibt einige Angebote und die Frage ist, bleibt er oder geht er? In Köln will man ihn natürlich unbedingt halten. Auf wen hier gewartet wird, wird schon am Eingang klar. Im Lukas Podolski Sportpark in Bergheim bei Köln gastiert der Namensgeber. 160.000 Euro hat der FC-Star vor ein paar Monaten an seinen Heimatverein gespendet. Wenn man selber in einem Verein gespielt hat, dann ist es immer einfacher, einen Verein zu unterstützen, wo man selber gespielt hat. Aber ich denke nicht, dass es ausschlaggebend ist, über meine Zukunft darüber zu sprechen. Die Zukunft, sie beschäftigt Podolski wie lange nicht. Genug von der kölschen Nestwärme. Poldi will scheinbar Flügge werden. Es winken Angebote aus dem Ausland. Arsenal, Milan und Moskau zeigen angeblich Interesse. Mit kommenden Anfragen will er sich künftig ernsthaft beschäftigen. Übt damit Druck auf die Vereinsführung aus. Denn was wäre der FC ohne seinen Prinz? Wir haben keinen gleichwertigen Ersatz. Man könnte seinerzeit, wo man ihn aus München für 10 Millionen zurückgeholt hat, kostet ein Pizarro zum Beispiel von Bremen nur 4 Millionen. Da hätte man 2,5 Pizarros für kriegen können. Hat das aber nicht getan. Aber im Moment ist kein adäquater Spieler für den FC in Sicht. Wenn er fehlen würde, würde, glaube ich, viel fehlen in der Mannschaft. Und ja, also kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Nee. Auch der Bundestrainer rät indirekt zum Ausland, traut ihm den Schritt ohne weiteres zu. Mit 9 Toren und 5 Vorlagen läuft es für Podolski so gut wie noch nie in Liga 1. Und daraus entsteht wohl ein neues Selbstbewusstsein. Nicht länger den Alleinunterhalter, sondern endlich auch mal international spielen. Das, was ihm der Verein bei seiner Rückkehr aus München noch versprochen hatte. Die Fans zeigen Verständnis. Man wird ihm also bestimmt da keine Scheine in den Weg legen und beziehungsweise man wird ihm dann auch trotzdem immer treu bleiben auf der einen Seite. Also, egal wo er hingeht, ob er nach Mailand geht oder nach Arsenal, London. Wenn er jetzt, sag ich mal, für 2 Jahre nochmal im Ausland gehen würde und großes Geld verdienen kann, kann man ihn nicht übel nehmen. Dann FC kann er immer wieder zurückkommen, weil die würden ihn, glaube ich, mit Kusshand übernehmen. Von Rückkehr ist beim FC noch nicht die Rede. Erstmal will man versuchen, den Star irgendwie zu halten. Längst wurde eine Vertragsverlängerung ins Auge gefasst. Doch gute Karten dürften Finke und Co. nicht haben. Zu enttäuscht scheint Podolski von den Verantwortlichen zu sein. Die Zeichen stehen auf Abschied im Sommer. Auf das nächste Wiedersehen mit ihrem Idol müssten die Fans dann wohl ein wenig länger warten. Soweit die aktuelle Situation rund um Lukas Podolski. Damit jetzt weitere wichtige Meldungen in der Zusammenfassung in unserem Newsflash. Abdellaoue Fußballer des Jahres. Die norwegischen Fußballprofis haben Stürmer Mohamed Abdellaoue von Hannover 96 zum Spieler des Jahres 2011 gewählt. Schon im Vorjahr hatte der 26-Jährige bei einer Abstimmung unter Journalisten zum Fußballer des Jahres den ersten Platz belegt. Der Angreifer hat in der laufenden Spielzeit bereits 8 Treffer für die Niedersachsen erzielt. Boateng will Abwehrchef werden. Jerome Boateng strebt beim FC Bayern München eine Führungsrolle an. Er wolle auf jeden Fall Abwehrchef werden. Er wisse, dass er das könne, sagte der Verteidiger im Kicker-Interview. Der 23-Jährige zeigt sich aber auch selbstkritisch. Er müsse in die Position erst reinwachsen und auf dem Platz mehr sprechen. Er könne sich da noch verbessern, erklärte Boateng. Obwohl er von Trainer Jupp Heynckes zuletzt auch auf rechts eingesetzt wurde, sieht sich der Nationalspieler im Abwehrzentrum am stärksten. Er denke, in der Innenverteidigung sei er am besten, sagte er weiter. Lahm dankbar über Pause. Philipp Lahm hat sich positiv über seine Pause in der Nationalmannschaft geäußert. Er habe jetzt fast 6 Jahre durchgespielt. Da sei es wichtig, auch mal zu pausieren, sagte der 27 Jahre alte Kapitän des FC Bayern München. Bundestrainer Joachim Löw hatte seinen Linksverteidiger für die Freundschaftsspiele gegen die Ukraine und Erzrivalen Niederlande nicht nominiert, um ihm eine Pause zu gönnen. Naldo will in die Königsklasse. Abwehrspieler Naldo will mit Werder Bremen zurück in die Champions League. Man könne unter die ersten 4 Mannschaften kommen, sagte der 29-Jährige dem Kicker. Naldo, der aufgrund einer Knieverletzung die komplette vergangene Saison pausieren musste, hat sogar die Tabellenspitze ins Auge gefasst. Wenn sich die Möglichkeit biete, wolle man um Platz 1 kämpfen, erklärte er weiter. Und das waren sie auch schon, unsere Sport 1 News. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und tschüss.